Wir haben vorhin ein ganz wunderbares Gespräch geführt, viel erfahren über seine Erlebnisse als ausführender Produzent, der im Grunde alles gemacht hat am Set und auch vieles erlebt hat. Wir haben erfahren, dass Stanley Kubrick ein eigenes Kino zu Hause hatte, wo er all diese Filme gesehen hat, von 35mm noch ganz klassisch, die wir jetzt auch in dieser Carte Blanche hier präsentieren. Und es ist uns eine wahnsinnige Freude, einen langen und treuen Freund unseres Hauses zu begrüßen, Jan Harlan, nochmal auf der Bühne. Herzlich willkommen. Ihr Applaus. Von alles gemacht am Set kann überhaupt nicht die Rede sein. Deswegen habe ich es auch gesagt, bevor Sie auf der Bühne sind. Ja, tatsächlich, jetzt nähern wir uns ja der Person Stanley Kubrick. Sie haben einen Film gemacht über ihn, relativ kurz nach seinem Tod. Ja, ich hatte das große Glück, dass Warner Brothers mich gefragt hat, diesen Film zu machen. Sie hätten ja jemand anders fragen können, der etablierter Dokumentarfilmer ist, und ich hätte dem auch geholfen. Aber ich hatte das Glück, dass man mich gefragt hat. Und mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich kannte natürlich den Mann. Für mich war es auch irgendwie eine, ja, ein bisschen zur Therapie, ja, nach dem plötzlichen Tod von Stanley, und alles war verändert. Und dann eine Woche nach Eyes Wide Shut ist er gestorben. Eine Woche nach Eyes Wide Shut, ja, das ist so. Das war eine er hat ja den Film alleine gemacht, ohne dass Warner Brothers irgendwie sich im Geringsten eingemischt hätte. Und der Film hatte ja seine Risiken, das ist gar keine Frage. Würden die Leute das verstehen, hat er sich echt gefragt. Und tatsächlich war die Frage richtig, denn sehr viele Leute haben den Film nicht verstanden. Der Film hat auch ein Problem. Der Film sollte zweimal gesehen werden. Und wenn man ihn beim ersten Mal nicht mag, warum soll man ihn dann ein zweites Mal sehen? Das ist also ein Problem. Ja? Und das ist schon so. Naja, aber jedenfalls hat Warner Brothers dann den Film gesehen, zusammen mit Tom und Nicole in New York, und waren ganz begeistert. Und Stanley war also richtig erlöst, weil das war ihnen doch eine Belastung, dass vielleicht Warner Brothers sagt, ach du meine Güte, und das ist ja fast nicht, und ja, so etwas gibt's ja. Aber es war alles ganz prima, war ganz gelöst. Naja, und dann, ich war in Los Angeles, ich wollte nach Las Vegas gehen, weil da wurde der Trailer sollte vorgestellt werden und lauter so Zeugs. Und ja, ich war dann in Los Angeles, zum Glück war meine Frau mit mir, denn dann kam der Anruf von meinem Sohn, dass Stanley gestorben war. Und das war schon tough. Ja, das war nicht ganz einfach. Und dann war für mich also zwei große Sorgen sofort. Erstens mal musste, der Film war zwar vorgeführt, war fertig geschnitten und alles, aber es musste noch Musik aufgenommen werden. Es war noch nicht ganz fertig und noch nicht gemischt. Also der Film wurde gezeigt auf Doublehead, also mit separate Magnetspur mit Ton ohne Film. Und dann war die Tochter von Stanley in Los Angeles, und ich wollte unbedingt, dass ich die erwische, bevor sie das am Radio hört. Das, diese zwei Dinge, und es ist auch beides geglückt, und ich war sehr froh, dass Warner Brothers dann auch mich ganz in Ruhe gelassen hat und gesagt hat, just finish it. Ja, das ist so. Und dann das ging alles sehr gut. Dann kam dieser Dokumentarfilm, und ich war sehr überrascht, dass alle Menschen, die ich gefragt habe, ob sie mitmachen wollen, ganz sofort ja gesagt haben. Das war gar keine Schwierigkeit. Das war nicht meinetwegen, das war wegen Stanley. Ich bin schon kein Träumer. Da muss man sagen, die Größen von Hollywood tatsächlich. Ja, ja, ich wollte nur Leute haben, die sich wirklich, die entweder mit Stanley gearbeitet haben, ihn wirklich kannten und dadurch kompetent waren, oder Leute, die Stanley besonders schätzte, wie Woody Allen. Ja, zum Beispiel, ja, und Steven Spielberg, ja, und so, und Martin Scorsese, und die haben alle sofort mitgemacht. Und dann die einzigen Mann, den ich nicht gekriegt habe, war Ingmar Bergman. Den hätte ich zu gerne gehabt, aber ich weiß auch nicht, der wollte das nicht. Naja, und so kam das zustande. Und dann, als es fertig war, ging ich zu Tom Cruise und habe gesagt, pass mal auf, wir brauchen einen glitzy Name als Narrator, würdest du das gerne machen? Und dann sagte der, it will be an honor, end of negotiations. Ja, also das war ganz, das hat er dann, der hat, also Tom hat dann die Narration gemacht, das war der Erzähler. Ja, und so, also sah das aus. Das ist dann die Verknüpfung zum Eyes Wide Shut, nehme ich an, dass Tom Cruise da eben den Erzähler macht. Ja, freilich, selbstverständlich, ja, ja. Der Tom Cruise, der war immer unglaublich hilfsbereit und freundlich und was mich ja überrascht, weil ich habe gelesen, dass Nicole Kidman in ihrer Biografie sagt, sie hätte sich wegen Eyes Wide Shut von ihm scheiden lassen, weil der Film hätte ihr die Augen geöffnet.
Also ich kann dazu nichts sagen. Ich kenne die beiden nur als ganz sehr freundliches und nettes Paar. Sonst kann ich, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass wir am Anfang gar nicht wollten, wir wollten auf gar keinen Fall ein Ehepaar haben. Sondern, aber dann meinte Kubrick, dass Nicole doch wirklich ideal sei. Und so kam es dann zustande. Aber es war keineswegs die Absicht, im ganzen Gegenteil. Mhm. Ja. Ja, es gab jetzt eine kleine Planänderung, denn es gab den Wunsch, da laut Jan Harlan der Film keinerlei Fragen offen lässt, die Fragerunde vorher zu machen. Ja, genau. Also, weil Sie werden nach diesen 2 Stunden mit diesem Film alles wissen über Stanley, was Sie schon immer wissen wollten. Aber jetzt wäre die Gelegenheit für Sie, wenn Sie Fragen stellen wollten, um hinter die Kulissen zu blicken. Dann würde ich kurz zu Ihnen kommen mit dem Mikro und los geht's. Ja, zu Eyes Wide Shut. Das ist schon lange her, dass ich den Film gesehen habe. Vielleicht bringe ich auch alles durcheinander, aber ich hatte das Gefühl, dass da am Ende ein Teil angefügt war, der den Film nochmal für dumme erklärt. Ist das so, dass der Film irgendwie nach einer Testvorführung nochmal geändert worden ist? Überhaupt nicht. Nee. Nichts, nicht der geringste Schnitt. Hätte Stanley gelebt, dann wäre verändert worden die Schwierigkeit, die wir hatten in der sogenannten Orgie. Das ist keine Orgie. Das ist, wie habe ich vorhin schon erzählt, ist eine moderne Hölle. Ja? Hätte er gelebt, wäre es so einfach gewesen. Weil wir haben in Amerika Ärger mit der Zensur. Ja? Die Zensur, die geht ja nur nach reiner Mechanik vor. Es war einfach zu viele Busen. Ja? Und das, man kann also, was weiß ich, also für 7 Sekunden geht es, aber länger nicht oder irgend sowas. Und was weiß ich. Und es hat gar nichts mit der Substanz zu tun, sondern mit der Form. Hätte Stanley gelebt, wäre es so einfach gewesen, das umzuschneiden. Man sieht mehr auf Tom, man sieht mehr auf die Voyeure. Es geht ja sowieso um die Voyeure und gar nicht um die Mädchen. Ja? Und dann wäre das ganz einfach gewesen. Aber Warner Brothers sagte ganz richtig, auf gar keinen Fall dürfen wir da was ändern, sonst kriegen wir eine Hölle von der Presse und von den Journalisten, die ja sowieso immer alles viel besser wissen und sagen uns dann, oh, die haben den Film umgeschnitten, das ist gar nicht mehr Kubrick oder lauter so Zeugs. Ja? Folglich haben wir das gelassen. Ja? Aber wir mussten in Amerika zusätzliche Voyeure digital in den Film einbauen, um diese schrecklichen Sachen, wie zum Beispiel eine nackte Frau von vorne, dass man das nicht sehen kann. Denn das geht ja nicht, weil es korruptiert das gesamte Land. Das haben Sie gut abgewendet. Ja. Kommt zu Ihnen nach oben. Ja. Ja, nein, also ich meine, es gibt Leute, die drücken das noch viel drastischer aus, indem sie sagen, man kann mit Gewalt, kann man alles zeigen, das ist gar kein Problem. Jack Nicholson hat mir das erzählt, der Gewalt ist gar kein Problem. But I dare you to kiss her nipples. Ja, ja. Dann ist also die Hölle los, ja? Ja, Herr Harlan, ich habe keine Frage, aber ich hätte noch mal was nachzureichen zu der Veranstaltung von vorhin. Und zwar hatten Sie sich da etwas unleidlich über Synchronisation geäußert. Es ist mir auch deshalb ein Anliegen, ich bin großer Fan von guter Synchronisation, weil sich auch andere Regisseure schon mal so geäußert haben, dass sie es nicht so gerne sehen. Also ich finde, eigentlich 2 Sachen, was zum Beispiel Komödien angeht. Es gibt zum Beispiel einfach Witze und Dialoge, die lassen sich schlecht übersetzen. Dann kennt man die Leute nicht, Personen des Zeitgeschehens und so. Da braucht man eine Entsprechung, wie bei einer Übersetzung vom Buch zum Beispiel. Und das andere ist so etwas, was mit der Persönlichkeit zu tun hat, das vielleicht nicht exakt dem Originalschauspieler entspricht, wenn es gut ist, vielleicht doch. Was ich aber finde, einfach nur in der eigenen Sprache, so die Wärme, die irgendwie rüberkommt oder so. Also ich könnte mich wahrscheinlich bei manchen Charakteren nie so gut identifizieren, selbst wenn ich die Möglichkeit habe, das im Originalton zu hören und es trotzdem auch ein Genuss ist. Das wollte ich einfach nur nochmal gesagt haben. Nun, ich verstehe das und ich glaube, dass sehr viele Menschen mit Ihnen da ganz einig sind. Was ich sage, es ist ein Kompromiss. Es ist ein großer Kompromiss. So wie die Untertitel sind ein Kompromiss. Weder das eine noch das andere ist perfekt. Aber wenn ich einen japanischen Film sehe
und die Leute sprechen Französisch, dann ist das einfach bescheuert für mein Empfinden. Ja, weil irgendwas stimmt nicht. Und ich bin nun so gewohnt, ich habe das schon als junger Mann erlebt. Ich lebte in Freiburg und liebte damals Cowboy-Filme. Und da war ein Film, den ich besonders schätzte. Wir fuhren oft mit Freunden nach Basel, weil in Basel konnte man Filme im Original sehen mit Untertiteln. Ja, man, es war nur eine Dreiviertelstunde nach Basel und da war ein Film mit John Wayne, den fand ich ganz besonders toll und den habe ich dann nochmal gesehen in Freiburg, da war er synchronisiert. Im Original sitzt John Wayne auf dem Pferd und schnauzt zu einem Jungen an und sagt, move your ass, boy. Ja, auf Deutsch hieß es dann, mach mal flott, mein Junge. Ja, und ich meine, das ist halt, da habe ich eine große Schwierigkeit damit. Ja. Und ich meine, was soll man auch machen? Man kann nicht sagen, bewege deinen Arsch. Das sagt man nicht auf Deutsch. Ja, aber heute vielleicht, aber jedenfalls nicht, als ich zur Schule ging. Und das ist eine Schwierigkeit. Ich sehe das schon ein. Es ist in jedem Fall ein Kompromiss. Was ich vorhin sagte, ist, dass man als Jugendlicher lernt und sich völlig daran gewöhnt, Untertitel zu sehen, nicht zu lesen. Die sieht man. Der Kopf, das Auge ist längst zurück, weil das Gehirn ist ein so treuer Diener, dass das Gehirn immer das tut, was wir wollen. Genauso wie Sie, wenn Sie eine rote Lampe sehen, nicht etwa denken, ah, Moment, es ist rot, jetzt muss ich ja anhalten. Überhaupt nicht, Sie tun es einfach. Ja? Genauso ist es mit dem Untertitellesen. Man lernt das oder mit Skilaufen oder mit Geige spielen, mit all so Zeugs. Das gewisse Dinge lernt man, bevor man 20 ist. Und ich bin nun oft in der Schule in Dänemark, an der Filmschule, Europäischen Film College und so und in Skandinavien. Die Dänen sagen immer, wir verstehen nicht, dass die Deutschen sich das gefallen lassen, dass diese Filme am Fernsehen laufen und die Leute sprechen alle Deutsch. Ja? Das ist doch einfach völlig verkehrt. Also das ist wirklich eine Frage der Gewohnheit. Stanley Kubrick, der immer sehr schnell war, Witze zu machen, der meinte, ja, nein, die Deutschen bestehen auf der Synchronisation, weil sie sich rächen für den verlorenen Krieg. Das ist natürlich ganz blöd. Und ich habe ihm auch gesagt, also Moment mal, die Franzosen, die Spanier und Italiener machen das auch. Also er wusste das natürlich, das war einfach einer seiner Bonmots. Ja, ich kann dazu nicht sagen, ich verstehe Sie. Und es gibt viele Leute, die mit Ihnen einer Meinung sind, solange Sie sich darüber im Klaren sind, es ist eine Fälschung. Also es ist eine ganz klare Fälschung. Wenn Sie im Laden etwas stehlen und Sie werden nicht erwischt, dann ist alles okay? Nein. So ist es ein bisschen, ja, mit einer Synchronisation. Sie wurden nicht erwischt. Wo Sie das Bonmot gerade angesprochen haben, mich würde interessieren, wie würden Sie den Humor von Stanley denn beschreiben, den er so hatte als Mensch? Oh, reichhaltig und ständig bereit. Und war ständig bereit, komisch zu sein. Durchaus, vor allen Dingen, wenn es ernst war. Ja, durchaus, ja. Also zum Beispiel der erste Irakkrieg losging, also der erste, ja, da haben wir zusammen am Fernsehen gesehen, wie diese Sache da so ein furchtbarer Angriff war. Und da meinte er nur, in Bezug auf Dr. Strangelove natürlich, I hope I haven't made a documentary. Ja. So, ja. Echt eher jetzt. Na gut. Ja, nächste Frage ist hier. Ich habe was ganz Unwichtiges, aber trotzdem. Ich habe gelesen, Stanley Kubrick war von Marlon Brando auch für seinen Film Der Besessene geprüft worden, also in Bewegung gezogen worden. Gibt es denn da eine Anekdote, warum Kubrick und Brando nicht zusammenkamen? Das weiß ich natürlich nur auch aus Erzählungen, so wie Sie, weil da war ich noch in der Schule. Ja? Also das ist natürlich lange vor meiner Zeit, aber es ist völlig richtig, dass Marlon Brando und Stanley zusammenkommen wollten, um diesen Film zu machen. Und Stanley hat sich dann zurückgezogen. Das weiß ich, das hat er mir erzählt. Es wäre vollkommen unter der Diktatur von Marlon Brando gestanden, der damals ein Superstar war und sehr wohlhabend und alles, das wollte er nicht. Ja, ich meine, Stanley hat überhaupt so schnell wie möglich sich befreit von Diktatur. Also bei Spartacus hatte er das noch. Da sind viele Dinge drin, die er gar nicht mochte. Kirk Douglas. Bitte? Mit Kirk Douglas. Ja, mit Kirk Douglas. Und dann aber konnte er schließlich, dadurch, dass der Film sehr erfolgreich war, konnte er schließlich das tun, was er wollte. Und das war Lolita. Ja, ja.
gerade Spartacus erwähnt worden. Es gibt ja diese tolle Geschichte um den Drehbuchautor Trumbo. Ja. Ist die wahr? Oder, und war, ich war nicht dabei. Ja. Also ich kann nichts dazu sagen. Meine, ja, okay, erzählen Sie die Geschichte. Naja, das Publikum. Der durfte ja nicht mehr arbeiten. Das war ja damals die McCarthy-Ära. Und der war aber einer der besten Drehbuchautoren in Hollywood überhaupt. Und Kirk Douglas und wahrscheinlich auch Kubrick haben ihn dann über Spartacus wieder ins Geschäft gebracht, allerdings unter Pseudonym. Ja. Und ihm damit wieder ermöglicht zu arbeiten. Ja. Es passierte häufig und ich würde sagen, die Geschichte ist vermutlich wahr, aber ich kann es nicht bestätigen, weil ich fing erst an mit Clockwork Orange, beziehungsweise mit Napoleon. Ja. Ja. Woran ist Napoleon eigentlich gescheitert? Weil er hatte ja tatsächlich die größte... Okay, das sind mehrere Faktoren. Ich nehme an, es ist gescheitert, weil MGM das Budget nicht glaubte. Und da meinte... Zu niedrig. Sie hatten ja die Erfahrung mit 2001 gemacht. Das war ja dann gar nicht so, dass der Film gleich erfolgreich war. Der Film wurde gerettet durch Jugendliche, muss man sagen. Ja, sehr viele Leute über 40 fanden den Film langweilig und irrelevant. Während Jugendliche, die waren vollkommen hingerissen davon und der Film wurde dadurch sofort ein Erfolg. Aber die MGM-Leute, die waren doch etwas gebrannt. Dann kam noch dazu, dass Dina De Laurentiis ein Projekt hatte, das war bereits genehmigt, eine französisch-sowjetisch-amerikanische Koproduktion für Waterloo mit Rod Steiger. Das hätte ja hervorragend und sehr erfolgreich werden können. Und wir wollen auf gar keinen Fall, dass dann also gleichzeitig nochmal ein ähnliches Thema auf dem Markt ist. Und das sind die Gründe, warum es gescheitert ist. Stanley war sehr traurig und betrübt, denn er hatte sich 2 Jahre lang intensiv mit Napoleon auseinandergesetzt. Meines Erachtens wäre das ein Film geworden, der würde gesehen werden wie ein sort of current affairs program, ja? Also absolut bezogen auf die Gegenwart, aber eben, es hat nicht geklappt. Vielleicht klappt es. In 2 Jahren vielleicht, ja. Wer weiß, jetzt als Serie für HBO, das wäre sehr schön. Sie sagten vorhin, wie intensiv die Arbeit an Filmen war. Und meine Frage ist, wie war der Übergang zum nächsten Projekt? Hat er schon parallel an Projekte gearbeitet oder war das so eine Auszeit zwischendrin? Nein, ganz das Gegenteil von dem, wie zum Beispiel Steven Spielberg arbeitet. Der macht die Vorbereitungen, während er die Nacharbeit macht für seinen vorhergehenden Film. Bei Kubrick überhaupt nicht. Da kam eine große Pause und ein langes Überlegen. Bevor er sich entschloss, wieder einen Film zu machen, wurden sehr viele Dinge eruiert und abgewägt. Und er war immer sehr, sehr vorsichtig, bis er sich entschlossen hat, er macht das. Ja. Nein, da waren immer sehr viele große, lange Pausen dazwischen. Ich lege einen Sprint ein. Er hat ja daher sehr viele Filmprojekte vorbereitet oder so ein bisschen in Erwägung gezogen, ohne dass daraus was wurde. Ja, das war für ihn nicht so wichtig, dass das immer gleich realisiert wird. Ich habe eine Frage zu, in Sachen Geld. Ich meine, wenn so ein Regisseur sich so lange Pause gönnen kann, 2 Jahre Napoleon sich vorbereiten etc., wie geht denn das? Hat man so viel Ersparnisse, dass man davon leben kann oder... Ja, eine große Schwierigkeit. Aber ich kann das praktische Beispiel nennen von Eyes Wide Shut. Die offizielle Version war am Schluss 24 Wochen. Es hat 1 Jahr gedauert. Also wir sind praktisch weit über 100% über Schedule gegangen, aber nur 10% über Budget. So, wie macht man das? Waren sehr wenig Menschen. Und das ist etwas, was ich jetzt auch in diesem Film erkläre. Da waren tatsächlich wesentliche Szenen gedreht und sie können auf die Bühne kommen und sie haben das Gefühl, die sind alle nach Hause gegangen. Die sind gar nicht alle nach Hause gegangen, sondern da ganz entscheidende Szenen wurden gemacht, da waren 7 Leute da. Das haben wir so gemacht. Ein schöner Satz von Stanley war mal, da hatten wir so große Szenen. Er sagte, zähl mal die Teller beim Mittagessen, wenn es mehr als 40 sind, machst du was falsch. Ja. So, also ganz, weil bloß nicht so viele Leute, weil das kann man sich nicht leisten. Dann muss man schnell machen. Ja? Und Stanley mochte überhaupt nicht im entscheidenden Moment sich beeilen. Und die Schauspieler liebten das.
Es wird so lange vorbereitet, so lange gebaut und gemalt und beleuchtet und was weiß ich. Und jetzt kommt der Moment. Und jetzt soll man sich beeilen? Überhaupt nicht. Immer mit der Ruhe. Nochmal und nochmal. Probier nochmal das. Als spielte das gar keine Rolle. So hat er gearbeitet. Aber es gibt verschiedene Varianten, wie Künstler arbeiten. Ich meine, Vermeer hat vielleicht 40 Bilder in seinem Leben gemalt. Und Picasso machte so Meisterwerke, während er seinen Kaffee aufwärmte. Ja? Also das sind einfach verschiedene Stile. Kubrick war sehr langsam, sehr sorgfältig. Wir werden das gleich bei Eyes Wide Shut auch sehen, wie das ablief. Mich würde interessieren, wie man es schaffte, Nicole Kidman und Tom Cruise gemeinsam dann um so viel zu verlängern. Weil der Dreh ging ja, glaube ich, über ein Jahr am Ende. Ja, wir hatten der Vertrag war fixed of time. Also eine Flat Fee, ja, und nie eine geringste Bemerkung dazu, nie eine Beschwerde. Tom hat mir gesagt, er wüsste genau, dass er sowas nie wieder erlebt in seinem Leben. Die liebten Kubrick. Ganz typisch haben sie ja auch mitgemacht bei dem Dokumentarfilm, ja, und Tom macht die Narration. Also es war gar kein Problem. Ja, da ist die nächste Frage. Ja. Hören Sie erst mal hier hinten, oder? Nehmen Sie. Geht das? Ja, okay. Ja, also mich würde interessieren, wie kam er zu den Themen? Warum hat er bestimmte Filme gemacht und was hat ihn so an Gewalt fasziniert? Also das, vielleicht bin ich kein großer Kubrick-Kenner, aber Filme wie Shining oder eben auch Clockwork Orange waren ja Filme, wo Gewalt eine große Rolle spielte. Wie kam er dazu? Sehr schwer zu beantworten. Also ich würde sagen, Shining ist mehr ein Horrorfilm. Es ist eigentlich weniger Gewalt. Da kommt ein brutaler Schlag vor, aber das Ganze ist eigentlich Clockwork Orange. Das ist also das nach der Novelle. Ganz genau, alles ganz genau. Bis zu alles festgelegt. Auch die Beethoven-Sinfonie. Alles das ist in der Novelle. Und er fand das einfach relevant, dass man das macht. Das war ja ein zukünftiger Film. Sehr viele andere Filme wie Eyes Wide Shut, da geht es ja um was ganz anderes, psychologisch. 2001, Gewalt, nicht wirklich. Ich meine, der Computer, der macht einen Mord, der interessanteste Mord überhaupt im Kino. Da sieht man nur, wie diese Computerbilder, ja, haben Sie den Film gesehen, wie die abstellen, ja? Und so, also sonst eigentlich ist nichts zu, naja, also Kriegsfilm, wenn Sie denken an Eyes Wide Shut, da ist eigentlich auch nicht viel Gewalt. In dem Sinne, also wenn man so an Filme denkt, die sonst im Kino laufen, ist es eigentlich alles harmlos. Ja? Oder sehe ich das falsch? Kann sein, dass ich zu nah bin. Es ist viel mehr im Kopf. Überhaupt, der Markt interessierte ihn überhaupt nicht. Er wollte natürlich, dass seine Filme erfolgreich sind, das ist selbstverständlich, aber das war überhaupt kein Motiv. Krieg spielt eine riesige Rolle in der Menschheit, seit es uns gibt. Ja, und er hat also drei Filme gemacht, die mit Krieg zu tun haben. Pass of Glory, das war der erste. Ja, dann Dr. Strangelove, in einer ganz anderen Form natürlich. Und schließlich Full Metal Jacket. Sind die verwandte Filme, ja, nur im Zusammenhang damit, dass sie mit Krieg zu tun haben. Das ist ja ein riesiges Problem. Wir haben es ja heute auch um uns. Nicht? Ich meine, wir sind in Europa in der glücklichen Lage, dass wir zum ersten Mal, wie ich vorhin sagte, schon seit langer Zeit keinen Krieg mehr haben. Ich möchte das so gerne weiter so behalten. Ja. Ja. Es war ja andauernd Krieg. Ich meine, bis zum Zweiten Weltkrieg. Dann war der erste davor, dann 1870, dann die Napoleonischen Kriege. 30-jähriger Krieg, 100-jähriger Krieg, 7-jähriger Krieg. Das hörte ja nicht auf. Jetzt haben wir zum ersten Mal nach 45, diesen Teenager, das ist die Europäische Union, ist ein Teenager, ja, das ist so wie ein 16-Jähriger, der hat also seine Mängel, warten, bis er erwachsen ist. Das ist mein Empfinden, ja. Ich wollte gerne nochmal auf das Verhältnis von Kubrick und zu seinen Schauspielern zu sprechen kommen. Ja. Es wurde häufig kolportiert, dass er sehr fordernd, sehr herausfordernd an die Schauspieler herangetreten ist, sie sehr stark gefordert hat. Und in ihrer Dokumentation wird das ja auch an einem Beispiel sehr stark gezeigt.
mit Shelley Duvall, glaube ich. Das war. Gab es solche, mal diese Art der Herausforderung auch mit anderen Schauspielern? Kann man eigentlich nicht sagen. Die Schauspieler liebten ihn alle, kamen ja auch immer gerne wieder. Ja, wir haben ja etliche Schauspieler, die immer wieder kamen. Philip Stone zum Beispiel war der Vater in Clockwork Orange, der Anwalt in Barry Lyndon und schließlich in The Shining, he was Mr. Grady, ist immer derselbe. Und so hatten wir einige Beispiele. Aber was sie nennen mit Shelley Duvall, das weiß ich ganz genau, wie das war. Ich stand dabei. Das war nachts im Studio, künstlicher Schnee, künstlicher Nebel, alles aufgebaut. Große Angst vor einem Windstoß. Ein bisschen Wind und alles ist im Eimer. So, jetzt war alles war richtig. Jetzt Action. Und die kamen nicht. Okay, es ist natürlich sehr lästig, wenn man 3 Stunden lang wartet. Und dann plötzlich kommt der Call und sie kamen nicht. Und dann he blew his head, wie man so schön sagt. Also, aber das passierte sehr selten. Er wurde eigentlich sehr selten laut überhaupt. Er sprach immer mit den Leuten privat auf der Seite. Wenn er also auch einen Schauspieler korrigierte, dann war das nie so, dass andere das hörten. Ja, nein, das ist aber das, natürlich. Vivian war da gerade mit der Kamera, die hat das aufgenommen. Das ist ja auch eine interessante Szene. Und deshalb habe ich die auch in meinem Dokumentarfilm. Ich beschönige ja nichts. Ja. Habe ich das beantwortet? Gut. Ja, wenn ansonsten keine Fragen sind. Sie haben gerade gesagt, Ingmar Bergman ist der Einzige, der nicht in diesem Film vorkommt. Sie haben uns netterweise in der Vorbereitung einen Brief zur Verfügung gestellt, den wir mal auf die Leinwand kurz werfen können, wenn ich den Vorführer drum bitte. Stanley Kubrick hat einen Brief an Ingmar Bergman geschrieben. Können wir das Bild haben, Hans-Peter? Da ist es, genau. Auf dem Universal-Briefpapier, wo er sich an ihn direkt wendet. Und Sie haben mir den im Vorfeld zu dieser Carte Blanche gegeben, weil wir natürlich auch wilde Erdbeeren zum Beispiel zeigen. Ja, wollen Sie, dass ich den lese oder was? Sie können was dazu sagen. Was hat es damit auf sich? Na ja, das sieht man ja jetzt. Das war wie ein Fanbrief. Was hätte Ihnen denn, warum wäre es Ihnen wichtig gewesen, dass Bergman in dem Film, den wir gleich sehen, mit dabei gewesen wäre? Ja, das ist ja nun wirklich ein richtiger Fanbrief von einem begeisterten Stanley Kubrick. Es ist 1960. Ja, das war 1960 und Ingmar Bergman war für ihn einfach, ja, das war das Größte. Aber das ist ja überhaupt das Zeichen von großen Künstlern, dass sie Respekt haben vor anderen. Je größer jemand ist, je bescheidener ist er auch. Das ist eine alte Geschichte. Ich meine, zum Beispiel als Mozart die Zauberflöte geschrieben hat, das allererste, was da reinkam, war die Fuge, um eine Verneigung vor Bach zu machen. Das la da 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 di da di da da. Dann kommen die sogenannten zwei Geharnischten. So eine absolute Verneigung vor Bach. So, dann Beethoven nahm ein Thema von Mozart, um eine ganz berühmte Geschichte zu machen, Variationen für Cello und Klavier. Ja? Richard Wagner hat wiederum die Partituren von Beethoven mit der Hand abgeschrieben, um diesem Genie näher zu kommen. Ich meine, das sind alles so Dinge, das verstehe ich sehr gut. Und je größer jemand ist, je mehr anerkennt er die Größe von anderen, die vorher da waren. Ja? Bitte? Das auch für Schauspieler gilt? Kann ich nicht beurteilen. Sie kennen viele. Deswegen bitte? Sie kennen ja viele. Nein, aber ich habe kein Beispiel, wo ich das nenne. Ich kenne das nur jetzt also in diesem Falle von Regisseuren und auch von Malern. Große Maler finden, die sind vollkommen hingerissen von großen Vorgängern. Ja, gar keine Frage. Ja. Das ist ja... Und okay, auch große Maler sind nicht unbedingt bereit, etwas fürs Publikum zu malen, sondern sie malen es für sich selbst. Und dann kann man nur hoffen, dass viele Leute daran teilnehmen. Und das ist auch so bei Komponisten, bei Romanschriftstellern, das ist bei allen großen Künstlern so. Nicht? Ich meine, es hat auch gar keinen Sinn, mit den Leuten zu streiten. Sicherlich. Ich meine, mit Chagall darüber zu sprechen, ob Esel fliegen oder nicht, hat keinen Sinn. Ja? Das tun die. und so, ich kann das, ich weiß das nicht. Ich bin kein Künstler.
Ja, also ich weiß es nicht, ich kann es nur bewundern. Aber die großen Romane von Thomas Mann oder Dickens oder was weiß ich, die bleiben. Die bleiben für die nächste Generation und für weitere Generationen. Und das ist immer das Merkmal von Größe. Und ich bin davon überzeugt, dass zukünftige Generationen, die in die zweite Hälfte vom 20. Jahrhundert Einblick nehmen wollen, auch Kubrick-Filme ansehen. Wie Ingmar Bergman-Filme. Oder auch andere. Ja, ich meine, das ist Kubrick selbst zum Beispiel war hingerissen von Radio Days von Woody Allen. Ja, das ist ein ganz einfacher, schlichter Film, aber der zeigt so genau diese Jugend in New York in einer jüdischen Familie. Und zwar mit ganz einfachen Mitteln. So, ja, ich weiß es auch nicht. Wir sagen an dieser Stelle ganz herzlichen Dank, dass Sie uns es möglich machen, einen Monat lang in die Welt Stanley Kubricks einzutauchen, die Filme sehen zu können, die ihn besonders geprägt und beeinflusst haben. Und auch wenn Sie sagen, Sie sind nicht der Künstler, dann sind Sie zumindest derjenige, der uns das möglich gemacht hat, dass wir all das, was er, der große Künstler, präsentiert hat, heute wieder sehen. Das ist was ganz anderes. Das ist Ihr Verdienst. Jan Harlan, meine Damen und Herren, herzlichen Dank für den tollen Abend. Dankeschön. Ihr Applaus. Jawohl.